tene za jak jobu modini ma to utopse že som utopse. Aha, že utopse som odže. Mamy kopeta majú tego také, no také bajky opowiadali. Ale už teraz už nie. To po vojne to bylo. Ale to utopse to niby že odže utopse som, nie? Mhm. Jakieś tam, no coś tam żyje takie no, i żeby tam, no może straszyli, żeby nie żeby chodzić do Odry, nie. Żeby się nie kumpać, nie? Ach, für die Eltern zum Geburtstag haben wir erstmal, die Zimmer sind ja, das werden Sie in Zimmern sehen, wenn Sie es ja, die haben so Doppeltüren. Und dann mussten wir, gingen wir in die Doppeltür rein am Morgen und sangen ein Lied. Und dann hieß es, wir dürfen ins Elternschlafzimmer. Und danach stürzten wir alle in die Elternschlafzimmer und spielten Hopsa Familienkloß. Und in der Mitte war immer so eine Rille, nicht, zwischen den Betten, und das war die Oder. Da mussten wir aufpassen, dass wir nicht in die Oder reinfielen. Das ist halt die Heimat. Und, das ist richtig los. Jeder hat einen Fluss in seiner Heimat. In meiner Heimat ist das Fluss Nibiasch, das ist ein kleiner Fluss, das fliegt bis zum Memel. Aber das irgendwie, das ist mein Fluss. Und oder, ja, ich wohne hier, also ich bin kein Schlesier. Du bist ein Eingeheirater. Eingeheirateter Schlesier. Die Oder und der Annaberg. Der Schawitz liegt zwischen der Oder und zwischen dem Annaberg. Das ist für mich halt zu Hause, das ist für mich so wichtig. Und wo wir dann uns schon verlobt haben, da habe ich gesagt, aber warte, du musst wissen, ich von Schlesien gehe ich nicht weg. Und man hat das zugegeben. Früher mal war die Oder ein Fluss mit sehr vielen Schiffen. Mhm. Und jetzt ist sie gar nicht. Man nimmt sie nicht wahr. Das ist etwas breiter, wie der Tisch lang ist. Ja. Obwohl ich mich wunde, noch in der Nachkriegszeit, als ich ins Gymnasium gegangen bin, 1947, haben wir in der Oder gebadet. Und das war noch damals ein großer Fluss gewesen. Die Flüsse haben doch verschiedene. So ja. Es wurde alles gerade. Ja. Und infolgedessen fließt das Wasser sehr schnell. Ja. Und es bleibt nicht stehen, deswegen sieht das so aus, wie das aussieht. Mhm. Geht schneller, aber wenig Wasser. Die Oder ist ein Fluss mit Charakter. Und die Menschen haben das umgedeutet und sagten, die Oder ist ein schwer erziehbarer Fluss. Sie muss gegängelt und reguliert werden. Im 18. Jahrhundert war man vernünftig, die Schönheit der Natur galt nicht mehr. Der Fluss musste nutzbar und schiffbar sein, er musste arbeiten. Und das hat uns die Oder nie verziehen. Also viele Jahre hat man sich um den Fluss nicht gekümmert. Aber seit, sagen wir, ungefähr seit 2004, 2005 hat man sich doch an den... Immer wieder gab es Menschen, die sagten, der Fluss ist doch so wichtig für die Stadt und jetzt tut sich was endlich. Haben Sie ein Verhältnis zur Oder, zu dem Fluss? Ja. Ja? Ja. Ich wohnte dieses erste Jahr, wo ich bei Heller gewohnt habe, wo ein Oderkanal fließt und die Häuser nur an einer Seite der Straße gebaut waren. Und in dem Kanal haben wir in dieses Jahr 46 gebadet, geschwommen. Jetzt kann man sich das kaum vorstellen. Der Fluss ist so dreckig. Und es hat mir sehr gut gefallen, dass da so viel Wasser ist. Und ganz stolz war ich. Man sagte,
das polnische Venedig, so viele Brücken, über 100 Brücken gibt es in Breslau. Also Schwimmen war damals für uns Pflicht, für alle Pflicht. Schwimmen musste, war auch mit in die Schule eingeordnet. Also wir mussten schwimmen. Egal, wer es freiwillig macht vorher, dann ist es gut. Der braucht dann, wird dann eben nicht getrieben, zum Stadion zu gehen und dort Unterricht zu nehmen. Wir haben das in der Oder gemacht. Sie wissen ja, in der Oder gibt es ja solche Buhnen, die vorgebaut sind, um den Strom zu begrenzen, damit er eine größere Fließgeschwindigkeit hat. Und da trauten wir uns dann von Buhnenspitze zu Buhnenspitze mit dem Strom abwärts zu schwimmen. Also das heißt, über Wasser zu halten. Und das wussten wir, wir mussten tief Luft holen und flach hinlegen, möglichst vielleicht noch auf dem Rücken. Das andere macht das Wasser und die Luft. Die Luft hebt, treibt und das Wasser trägt, nicht? So, das haben wir gemacht. Und die Älteren, ein Jahr Älteren, die standen draußen und haben dann, als wir dann an Land wieder anlandeten, an der nächsten Buhne, haben wir gesagt, wir hätten euch nicht rausgeholt. Und wir haben gesagt, braucht das da ja nicht, wir haben es ja geschafft. Ich liebe die Oder und ich hasse sie. Beides etwa gleich. Ich liebe sie, denn ich bin an ihr geboren, bin mit Oderwasser getauft und die ersten 8 Jahre meines Lebens mit Oderwasser gewaschen. Und ich hasse sie, weil sie, als ich in dem Alter war, dass ich mich eventuell hätte in ein Boot setzen können, also von der Oder auch Selbstbesitz ergreifen konnte, da hat sie mir nicht nur diese Möglichkeit genommen, sondern sie hat mir auf Jahrzehnte die Möglichkeit genommen, meine Heimat wieder zu sehen. Das ist mein ambivalentes Verhältnis zur Oder, aber wenn ich heute in Koszalin bin, genieße ich dieses weiche Wasser, was so viel besser ist als unser Berliner Wasser. Fragen stellen dürfen. Muszę pana jeszcze coś zapytać? Tak.